Moin Leute, mein Name ist Johnny aka Solidite und heute zeige ich euch einen 802 Rush mit dem Drachenclan. Wir werden früh das Relikt holen und dann in 802 mit einer starken Armee angreifen. Den ganzen Guide rund um das Update vom Drachenclan findest du auf meinem Kanal. In dem Guide wird noch mehr vorgestellt, was Sinn und Zweck dieser Build-Order ist, was Ziel ist, wie man es genau spielt. Aber jetzt starten wir auch direkt ins Gameplay. Zu Beginn bauen wir erstmal Speerhütte, scouten die anliegenden Gebiete und werden diese mit unseren Dorfbewohnern clearen. Danach wollen wir so viele wie möglich besiedeln. Vor allem am Anfang dürfen wir das Sklavenopfer nicht vergessen. Dabei können wir unseren ersten Dorfbewohner, der spawnt, direkt opfern und unsere Sklaven weiter benutzen, um Nahrung zu sammeln. Zu Beginn des Spiels können wir auch eigentlich direkt 2 Sklaven kaufen. Beim Besiedeln achten wir natürlich auf Holz, Schiffswracks und Ruinen. Und nachdem wir besiedelt haben, wollen wir natürlich erstmal Holz bauen und ein Langschiff-Dock, um unsere Echo weiter auszubauen. Anschließend bauen wir nochmal Holz, weil wir wirklich sehr viel Holz brauchen und ein Haus. So, und nachdem die Holzgebäude stehen, können wir auch direkt eine Eisenmine holen und dort wirklich volle Produktion pumpen, um früh viel Eisen zu bekommen. Wenn dann genug Holz wieder da ist, holen wir noch ein Nahrungsgebäude und ein Silo, um gut über den Winter zu kommen. Bei 7, 8 Eisen können wir auch anfangen, unsere Schmiede zu bauen, weil wir dann mit Abschluss der Schmiede auch genug Eisen haben sollten, um unser Relikt zu holen. Und das holen wir auch direkt. Holen wir direkt das Relikt vom Jürten.
So, mittlerweile sollte es auch Winter sein und in diesem Winter holen wir uns zur Steinmine und fangen an, Stein zu sammeln für Gebäude-Upgrades. Und sobald wir Cup Remastery haben, wollen wir noch unser Klanos upgraden, um einfach ein bisschen Stein zu sparen und anschließend besser zu scalen. Nach dem ersten Winter werten wir in unsere Nahrungsgebäude und unser Silo auf. Außerdem warten wir auf unser Relikt, was wir dann direkt bauen wollen. Und dann wollen wir auch direkt unseren Jötin holen. Außerdem fangen wir jetzt auch an, viel Gold anzusammeln, also bauen wir jetzt das Langschiff-Dock und graden unsere Seefahrer ab, nachdem das Relikt fertig ist. Unseren Jötun benutzen wir dann zum Clearen der anliegenden Gebiete. In der Zeit bauen wir auch unseren ersten Altar, wo wir dann direkt Soto holen. Und mit Soto und Jötun sollten wir dann genug Manneskraft haben, um neutrale Camps zu clearen und diese auch zu versklaven. Das ist so der Plan für den zweiten Sommer. Thank you.
Im Winter werden wir uns dann weiter ausbreiten, einfach noch mehr Stein sammeln für Gebäude-Upgrades und eventuell auch eine Taverne holen, um unsere Zufriedenheit hochzuhalten. Das ist mit dem Drachenclan immer so ein leidiges Thema. Und nach dem Winter oder auch schon während dem Winter fangen wir an mit dem Scouten, dass wir unseren Gegner finden, bauen weitere Altare, werden dann mit unserem ersten Blessing auch noch die Drachenmänner upgraden und dann direkt auf Attacke gehen und angreifen. So, bevor wir angreifen, kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du dieses Format findest, was dir an Informationen gefehlt hat oder wie ich mich einfach verbessern kann, um diese Guides noch besser zu machen. Das würde mich echt brennend interessieren und ich probiere auch allen in den Kommentaren zu antworten. Also ab in die Kommentare damit und ich freue mich auf euer Feedback. Der Angriff erfolgt eigentlich direkt mit dem zweiten Jürtun und Plan ist es so mit 8 bis 10 Drachenmännern anzugreifen. Und wenn die Drachenmänner aufgewertet sind, man zwei Jürtuns hat und Sotur, steht dann eigentlich nichts mehr im Weg. Man kann mal Armeen überrennen, die doppelt so groß sind, das ist wirklich kein Ding. Und durch die Capture-Fähigkeit wird deine Armee auch mal wieder aufgestockt, sobald sie leer ist oder du kriegst halt leibeigene, also Win-Win-Situation. Ja, so noch einen Gegner überrennen und das Ding zumachen. Yeah.
An dieser Stelle kannst du mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du den Drachenclan spielst oder bisher gespielt hast. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier rechts findest du jetzt noch den Guide, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.